Habt ihr jetzt auch wie ein Bettler leben zu müssen? Wollt ihr nicht länger jeden Credit dreimal umdrehen? Ein Ort, an dem täglich Vermögen gemacht werden. Bucht euren nächsten Urlaub im Sternstunden-Casino. Das Leben eines High-Rollers wartet auf euch. Ja, und damit hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic. Imperial Agent bzw. scharfer Schütze. Das Casino-Event ist wieder da. Das kann man hier an dem Werbeterminal annehmen. Ich sehe gerade, ich bekomme die Quest gar nicht. Das ist jetzt blöd. Okay, müssen wir das wohl übel auslassen. Da würde man normalerweise 5 Casino-Chips schon bekommen. Denn so gesehen dieses Event, das spielt so gesehen auf Dasha da. Und man muss das so gesehen im Casino spielen. Und ja, wir reisen direkt schon mal nach Dasha dahin. Und ja, also am besten nehmt ihr vorher diese Quest an, dann wisst ihr auch direkt, wo das ist. Und ja. Dann bis gleich. So, da wären wir jetzt im Casino. Und da können wir jetzt zocken. Das Ganze ist ja hier ganz normal im Casino. Wie vorher auch schon, ist ein Feuerwerk. Und ja, das Ganze ist jetzt hier so gesehen für das Event umgebaut. Hier sehen wir auch, ich glaube, der Hut steht immer da, ne? Glaube ich so, oder? Steht er sonst immer da? Ich weiß nicht, ob der immer da steht. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Hier stehen die ganzen Automaten und da stehen die Hauptgewinnautomaten. Also einmal hier Schmugglerglück und Gangsterschatz. Und so gesehen zwei verschiedene Versionen. Wer das Event kennt, der wird auch wissen, was das hier alles ist. Und irgendwo war, glaube ich, auch der Hutte, ne? War der nicht hier? Ach so, das lädt noch alles. Ah, das ist noch verbuggt hier, scheiße. Mein Spiel hängt gerade noch. Genau, denn der gute Girada der Hutte, den kennen wir ja alle. Aus Huttenball und Vierer PvP. Der lässt sich das Ganze natürlich auch nicht umgehen, genauso wie seine... Ach, ich glaube, das ist der eine Typ da. Und hier ist der Baron Todessiegel, der macht ja immer die Ansagen. So sieht das Viech aus. Das ist ja immer der, der die ganzen Sachen ansagt. Okay, ich würde sagen, wir machen den Chat jetzt erstmal aus und... Ja, nehmen wir jetzt erstmal diese eine Quest, die an hier noch ist. Das dürfte die eine sein. Ich grüße euch, ehrenwerter Gast. Seid ihr in einer kostenlosen Spielrunde an unseren Gangsterschatzautomaten interessiert? Soll ich euch helfen? Ich kann euch bei allem helfen, was ihr braucht. Sagen es einfach ist. Wo ist der Haken? Wisst ihr, wer ich bin? Ich hatte so eine Ahnung, dass ihr es seid, aber die Chance, euch hier zu sehen. Ist die Kommandantin der Allianz vielleicht ein kostenloses Spiel interessiert? Was ist da für die Aufgabe? Keine Zeit. In mathematischen Modellen zufolge hat er ihren Gästen zu viel Glück beim Sabak. Nehmt ihr Scanner, findet heraus, ob einer unserer Gäste Hilfe benutzt. Scanner markieren die Gewinne, die ihr findet, geht einfach diskret vor und verdient euch einen Chip. Genau. Wenn wir das jetzt nämlich machen, bekommen wir jetzt nämlich hier schon unseren ersten Casino-Chip. Gut, durch die Einführungsquest, dafür müsste man jetzt hier zu den Händlern gehen, da würde man auch noch 5 Casino-Chips bekommen. Hier bekommen wir jetzt einen blauen. Und dafür müssen wir nichts weiter machen, als uns hier hinstellen, den Scanner hier rausballern und hier die Dinger scannen. Kadio steht jetzt gerade wieder ein bisschen im Weg. Und es kann passieren, dass man hier direkt von einfach an einen findet. Und wenn man ihn, und ja, kann auch passieren, dass man ein bisschen länger braucht. Hier ist auch nichts. Ich glaube, wenn die Dinger gelb sind, ist da glaube ich nichts. Genau. Ah, hier. Da. Habe ich tatsächlich weggeklickt für den Dich. Wenn er rot ist, dann hat man ihn gefunden. Perfekt. Und dann müssen wir zu dem Typen zurückkehren, das Ganze abgeben. Ihr kennt den Gast, den ihr identifiziert habt. Selexid wird dafür sorgen, dass er das Casino nicht nur einmal besucht. Das Kundenkartell dankt euch. Hier eine kostenlose Runde an einem Gangsterschatzautomaten. Alles klar. Und 14.000 Credits. Ja. So. Guck mal, hier hat, macht sogar schon einer hier den Groove. Okay, das scheinen wir... Achso, das kommt was an der Sonde. Haben sie echt gut gemacht, muss ich echt sagen. Aber das kennt man ja schon von damals. Jetzt brauche ich ganz kurz den Händler, wo man sich die Dinger kauft. Hier. Ich hätte vielleicht ein paar Quests mitnehmen sollen, verdammt. Ich glaube, ich komme gerade direkt von der Festung, ne? Weil ich glaube, die sind gerade verbuggt. Ich will es jetzt lieber nicht ausprobieren. Gut, dann kaufen wir uns erstmal so viel wie geht. Mit 60.000 ungefähr können wir uns, glaube ich, 29 holen. Früher waren die auch mal billiger, die Chips, genau.
Hey, wo sind die Chips jetzt? Hallo, Chips, wo seid ihr? Ach, hier sind die. Wir haben zwei Gangster-Chips und 29 Schmuggler-Chips. Und diese Schmuggler-Chips, die können wir hier einlösen. An diesen Automaten hier. Gut, wenn es dabei nicht leckt. Und hier kann man einen kleinen Trick machen. Das mache ich persönlich immer so. Man stellt sich einfach hier so hin. Und dann drückt man einfach hier so alles durch. Und damit kriegt man meiner Meinung nach bisher eigentlich immer die besten Sachen raus. Wenn es leckt, ist es ein bisschen schwieriger. Und hier ist es so gesehen so, wenn es grün ist, dann hat man so gesehen entweder den Chip zurückbekommen oder irgendeinen Gewinn. Und wenn es rot ist, dann verliert man den Chip und ja, die Runde ist dann eben weg. Hier zweimal Rot, Alter, zweimal Rot, hier bekomme ich auch noch irgendwas. Einfach mal hier alles mal durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob es noch neue Sachen gibt. Ich habe irgendwo gelesen, es soll neue Sachen geben. Wir können ja mal in den Erfolgen schauen, ob es da irgendwas Neues gibt. Ne, gibt keine neuen Erfolge, zumindest keine sichtbaren. Hat gerade jemand gewonnen. Dieses Geräusch zeigt uns, dass irgendjemand was gewonnen hat. Und zwar einen Hauptgewinn. Ich weiß echt nicht, was dieses Jahr der Hauptgewinn ist. Es kann sein, dass es wieder das gleiche ist. Hoffe ich natürlich nicht. Es soll ja jetzt auch Kartellmarktzertifikate hier geben. Guck, jetzt haben wir einen Buff bekommen, einen Glückskind-Buff. Und mit dem können wir jetzt an diese Automaten hier hinten gehen. Und dann haben wir dort eine erhöhte Chance, etwas zu kriegen. Ja, das ist eine tolle Chance gewesen. Ist aber. Okay. So viel zur erhöhten Chance, ne? Ja. Aber hier geht auch wieder Glücksspiel, kann süchtig machen. Und ja. Es gibt Leute, die werden dreimal vom Blitz getroffen, bevor sie irgendwas kriegen. Wie man gerade sieht, oh, durch die Lags hängt es natürlich auch ein bisschen. Kann auch ein bisschen mit dem Chat achten hier. Man kann ja mal gucken, was man bekommt. Vielleicht habe ich jetzt wieder einen Gangster-Chip bekommen. Oh, er schreibt es auch mal rein, wenn ich den Chip einsetze. Das ist auch doof. Jetzt habe ich ja den Buff bekommen. Ich kann mal ganz kurz versuchen, an den großen Automaten nochmal zu spielen. Okay, aber nochmal Buff bekommen. Okay. In dem Fall habe ich jetzt nichts gewonnen, aber den Chip zurückgekriegt. Und es gibt ja auch einen kleinen Trick, um zu gucken, ob man gewonnen hat. Denn sobald ich klicke, und zwar jetzt, wird schon vom Spiel kalkuliert, ob ich gewinne oder nicht. Und wenn ich jetzt klicke und der Buff geht weg, dann habe ich irgendwas gewonnen. Boah, das war doch fast in der Mitte. Und man kriegt halt den Hauptgewinn, wenn der Pfeil direkt in der Mitte ist. Okay, jetzt gerade habe ich aber ein bisschen Glück, ne? Komm schon, gib mir was. Oh, das war doch in der Mitte. Brauche ich zumindest ein Zertifikat oder sowas? Nö, jetzt krieg ich gar nichts. Komm schon, das schaffen wir noch. Das wäre so geil, wenn wir jetzt einen Hauptgewinn raushauen. Ich sag's euch, das wäre so geil. Ah, schade. Habe ich noch einen? Nee. Aber dieses Treuhandkonto ist irgendwie im Weg. Das nervt total. Habe ich noch einen? Nee, habe ich nicht. Okay, bisher haben wir noch nichts gewonnen. Was war denn für eine Scheißtaktik? Das ist doch viel besser, wenn man es so macht. Du musst das so machen. Du musst das so machen, das ist so viel schlauer. So ist es viel. Ich weiß nicht, was der jetzt gerade für einen Quatsch macht, weil eigentlich ist das so viel total schlecht. Ich schreib dir mal ganz kurz. So, also wird jetzt ja nicht angezeigt. Oh, doppelte Chips, geil. Weil so ist es nämlich viel besser, wenn man das so macht. Erstmal nervt man so die anderen Spieler nicht. Liest der meine Nachricht jetzt mal überhaupt? Krieg ich überhaupt mal was? Also bisher habe ich noch nichts gewonnen. Ist eigentlich ungewohnt. Also eigentlich gewinnt man hier relativ schnell was. Hab ich schwer den Buff bekommen, aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Habe ich irgendeinen Chip oder sowas gekriegt? Nö. Doch einen habe ich. Also wie der das macht, das ist eigentlich ziemlich dumm. Also Leute, macht es lieber so, wie ich das jetzt hier gerade mache, weil so geht es nämlich schneller.
Vor allem, du sollst noch nicht die ganze Zeit hin und her drücken. So kann man einfach nur so machen. Der holt auch Chips. Okay, jetzt habe ich mal einen Gangster-Chip bekommen, endlich. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder in den Großen. Und gucken, ob wir jetzt was gewinnen. Gehen wir in die Mitte. Ja, ich habe heute doch irgendwie Pech, ne? Oh, was? Das war doch in der Mitte. Betrug. Ah. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie funktioniert der Buff bei mir nicht. Ich habe schon wieder keine Chips mehr. Gut, dann gehe ich mal in einen anderen Automaten. Vielleicht habe ich ja hier ein bisschen mehr Glück. Irgendwo gab es auch einen, der kaputt ist, wenn das noch drin ist. Für Schmugglerchips habe ich überhaupt noch. 4 Stück nur noch, oh Gott. Ich werde mir gleich wieder Credits holen. Hey, du kannst doch woanders hingehen. Vielleicht hast du jemals was gewonnen? Ich war's nicht. Okay, doppelte Chips ist geil. Boah, das leckt sich stören aber auch so ein bisschen dabei. Dem ist manchmal wird dann nämlich einfach die Abklingzeit aktiviert, obwohl man den Automaten gar nicht aktiviert hat. Jetzt habe ich noch nichts bekommen. Also wirklich mit dem Trick mit dem Chat kann man relativ gut machen. Ich war einfach hier auf sonstiges Chat oder auf allgemein. Dass man immer sieht, wenn man was Blaues bekommt. Okay, jetzt habe ich gerade 2 Mal verloren, das ist natürlich schlecht. Gut, gib mir mal irgendwas. Ja, das kann ich jetzt nicht so wirklich gebrauchen. Jetzt habe ich 2 Chips bekommen. Ich habe keinen Chip mehr. Jetzt habe ich wieder einen. Jetzt habe ich keine Chips mehr, scheiße. Okay, ich brauche neue Chips und ich habe kein Geld mehr dabei. Gut, ich hole mir ganz kurz Geld. So, da wäre ich wieder. Geld ist jetzt dabei. Ach, da ist der Droide. Nein, du bist der Droide. Man kann übrigens auch einen Gangster-Chip direkt kaufen für 75.000. Das muss ich aber sagen, empfehle ich niemandem. Das ist viel zu teuer. Dann würde ich euch lieber empfehlen, kauft euch sowas hier. Jetzt habe ich 341.000, die kann ich mehr verkaufen. Ich kann mir dafür 170 Stück kaufen. Das reicht auch erstmal. Genau 340.000, dann ist mein Geld wieder gleich weg. Bisher nur goldene Zertifikate, okay. Weil es hier nicht einfach alles besetzt. Gibt es noch irgendwo andere Automaten? Nö. Ich weiß, dass es auf der Promenade noch Automaten gibt. Okay, dann wird das jetzt auch da. Dann gehe ich mal hier hin. Der steht ja bloß davor. Wir beide werden immer besser. Ja, auch gleich 2 Mal verloren, genau. Kriege ich auch noch was Ordentliches? Ich habe mal den Allgemeinchat, damit ich auch jemand ein bisschen mitlesen kann. Wenn es euch übrigens hier zu voll ist, könnt ihr übrigens auch die Instanz wechseln. Es gibt ja hier, also 3 Stück gibt es schon. Gut, ich würde sagen, ich cutte das Ganze mal, bis ich irgendwas habe. So, Freunde, ich habe wieder einen Chip bekommen. Oh, ich habe was gewonnen. Ein Zertifikat. Ein goldenes Zertifikat. Okay, das ist schon mal gut. Wir werden mal etwas gewonnen, aber trotzdem, das ist immer noch nicht das, was ich haben wollte. Warte, war hier der kaputte Automat? Irgendwo ist ja so ein kaputter, genau da ist der. Okay, würde ich sagen, spielen wir mal weiter. So, neue Gangstership und neue Instanz. Holen wir unser Glück. Okay. Okay, jetzt habe ich was gewonnen. Oh. Ah, ein Zertifikat. War ein goldenes auf der nur. Noch kein Kartellmarkt-Zertifikat, das wundert mich. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie die Wahrscheinlichkeit ein bisschen verringert haben, dass man was bekommt. Und da fliege ich einfach mal direkt den ersten, genau. Ich habe jetzt 2 mitgenommen. Okay, jetzt habe ich irgendwas gewonnen. Wieder ein Zertifikat, ne? Ja, wieder ein Zertifikat, aber schon 3. Gut, dann machen wir weiter. Okay, 2 Chips sind wieder am Start. Gehe ich jetzt mal an den hier. Oh, komm, das war doch fast. Okay. Wieder nur Chip zurück anscheinend. Ah, boah, da war das knapp. Ich weiß echt nicht, ob es irgendeine Taktik gibt, also. Boah, das ist doch mal fast zentral. Soll ich was gewinnen jetzt hier? Gib mir was. Boah, schade.
Geht mir ja noch drin. War auch noch drin. Komm schon, wir kriegen noch was. Na, schade. Okay, neue Runde. Ich versuche mal ein bisschen Taktik irgendwie, vielleicht jetzt. Boah, aber es ist immer wirklich fast drin. Es ist wirklich immer nur so ein Zentimeter daneben oder so. Boah, gerade noch drin. Komm schon, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder nichts gewonnen, das sehe ich so schon. Jetzt auch wieder nicht. Ah, direkt wieder verloren, ey, scheiße. Jetzt haben wir es gewonnen. Auch wieder nur ein Zertifikat. Oh, ein Kartellmarkt-Zertifikat. Okay, das ist geil. Tatsache, da ist es. Aber irgendwie fehlt die Beschreibung dazu. Okay, das ist geil. Aber das hat aber auch echt lange gedauert, ne? Gut, wir spielen einfach mal weiter. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Folge noch so lange, bis ich einfach hier das ganze Ding, die ganzen 98 Chips, die ich noch habe. Ja, bis die weg sind. Bis gleich. Okay, jetzt hatte ich gerade mal ein bisschen mehr Glück. Ich habe gerade zwei Chips bekommen. Oh. Ein Zertifikat, was für eins? Ein goldenes Zertifikat. Okay. Ah, warte mal, ich darf jetzt ja gar nicht. Ah, fuck. Ah, jetzt hab ich's versaut. Ich brauche ja den Buff wieder. Oh, scheiße. Okay, also ich würde sagen, ich spiele jetzt noch so lange, bis mein Ding zu Ende ist. Oh, so noch einen bekommen. Nice. Oh. Okay. Ein goldenes Zertifikat, das ist geil. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Buff. So, drei Chips sind dabei. Wir probieren wieder unser Glück. Ups. Okay, derzeit habe ich noch, ja gut, halbes Glück, sagen wir es mal. Okay, jetzt habe ich irgendwas gewonnen. Okay, auf jeden Fall nur ein goldenes Zertifikat. Immerhin besser als gar nichts. Okay, Chips und Buff ist da. Ich gebe wieder an den hier, den habe ich bisher. Ja. Warum sage ich das auch? Okay, jetzt habe ich irgendwas gekriegt, gewonnen. Ich hoffe, wieder nur ein Zertifikat. Aber ein Kartellmarkt-Zertifikat, das ist geil. Okay, weitere Chips sind auf jeden Fall schon mal da. Die noch einen? Nee, kriege ich nicht. Oh, jetzt haben wir. Ah, auch wieder nur ein Zertifikat, auch noch wieder nur ein goldenes. Aber immerhin direkt mal, immerhin mal gewonnen. Es wird auf jeden Fall besser. So, Freunde, ich habe jetzt hier mal jetzt alle Chips ausgegeben, ich habe jetzt keine mehr dabei und ja, das ist jetzt so die Ausbeute, die wir jetzt bisher haben. Kein Hauptgewinn leider, aber dafür ein Haufen goldener Zertifikate. Insgesamt 7 Stück und 2 Kartellmarkt-Zertifikate, das ist natürlich auch sehr geil. Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr gering, dass man hier was kriegt, aber trotzdem, Kartellmarkt-Zertifikate sind geil. Man kann sich auf jeden Fall schöne Sachen kaufen und ja, ich denke mal, ich werde das Event auch diesmal wieder nutzen. Und ein bisschen zocken. Mal gucken, was ich so noch kriege. Aber ich werde erstmal keine Gangster-Automaten benutzen, sondern ich werde mir erstmal nur Gangster-Chips farmen. Und da werde ich dann in dem nächsten Video dann mit euch, dann vielleicht auch im Stream, dann ein bisschen an den Gangster-Automaten spielen. Ja, wir machen das, entweder machen das im Stream oder sonst wo. Ich habe keine Ahnung. Ist ehrlich gesagt mir auch egal. Und ja, dann schauen wir mal nach. Also die Ausbeute bisher ist okay. Hauptgewinner wurde ich nicht. Okay. Aber würde ich sagen, gut, dann machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Und ja, dann würde ich sagen, könnt ihr mal was schreiben, was ihr vom Event dieses Jahr haltet. Ich finde es persönlich deutlich besser. Und ich habe mir auch gelesen, es gibt einen neuen Hauptgewinn. Den haben wir leider nicht gekriegt, aber ich denke mal, das wird dann im Stream spätestens der Fall sein. Von daher, bis eine wunderbare Zeit und bis bald und ciao.